fahren zu den verschiedenen Inseln in der Nähe von Lüderitz. Auf eine sollen Pinguine sein und darauf freue ich mich schon besonders. Das war unglaublich begeistert, ne? Nochmal mit voller Begeisterung. Ah. Schön laut nochmal. Guten Morgen, liebe Sie-bei-Sie-Freunde. Wir sind jetzt auf dem Katamaran, sind von Lüderitz um 8 losgefahren von Lüderitzhafen, fahren jetzt übers Meer und suchen nach Walen und Delfinen und hoffen, wir sehen heute auch welche. Und dann zum krönenden Abschluss werden wir dann nach Halifax fahren, also auf einer Insel vor Lüderitz, die heißt Halifax. Und da sollen Pinguine leben und darauf freue ich mich schon besonders. Das Tierverhalten ist immer so ein bisschen anders, ne? Die Gäste sind neu, wir haben genug Benzin da, wir haben genug Zeit, dass wir uns das Viech auch anschauen gehen. Heute quatscht man über Vögel, morgen quatscht man über Sex. Das ist ganz wie man so will, ne? Nee, das macht schon super Spaß. Pinguine, hier sind Pinguine auf der Insel Halifax. Gucken wir uns jetzt eine halbe Stunde an, wie die so schön baden gehen. Das Highlight der Tour ist eine schöne Tasse Kakao, war eine schöne Überraschung und eine schöne Pinguin-Tasse. Oh, lecker, oh, mal schön, was warm ist. Ich kann schön die Hände mal werben. Oh, so kalt hier draußen. Ich bin René und ich bin zurzeit beruflich Tourguide. Ich bin aber ein viel beschäftigter Mensch. Also ich habe schon viel gemacht, viel getan. Aber zurzeit, ich fahr Touristen rum und zeige euch halt hier schön die netten Pinguine, die wir hier so haben. Aber frei. Ich mache noch so ein bisschen Tischlereiarbeiten. Ich bin halt viel beschäftigt, ne? Viele Talente, aber ich mache halt eigentlich nur, was mir Spaß macht. Zurzeit, der Job macht mir Spaß. Ne? Ich unterhalte mich gerne mit den Leuten. Das ist ganz sozial. Man lernt viel, ohne rumzureisen. Du schießt dann noch Bogen, hast du erzählt? Ich schieße ganz gerne Bogen als Sport. Jag auch ganz gerne mit meinem Bogen. Man muss halt essen. Ja, Berufstaucher. 15 Jahre lang beruflich getaucht. Das ist damals. Das mache ich nicht mehr, kein Spaß mehr. Schnauze voll. Arbeit muss Spaß machen. Genau. Ich habe eine gute Schulerziehung hinter mir. Ich habe ganz einfach die Möglichkeiten gehabt, um aus mir was zu machen. Hängt natürlich ganz von mir selber ab. Aber ich kann was aus mir machen. Nafti nicht. Er hatte ganz einfach nie die Möglichkeit für die Schule. Er hat eigentlich keine Wahl. Er muss für sein Leben ganz einfach fleißig weiterarbeiten. Ja? Wie sieht es mit der Schulbinde aus? Kann ich auf eine Schule gehen oder ist die Schulqualität so minderwertig? Wir haben ja Privatschulen. Also ja. Wenn du an deinen Kindern Interesse hast und du möchtest denen was bieten, dann gehst du auf die Privatschule. Aber die Privatschule kostet Geld. Das heißt, du musst dir das leisten können. Also wenn du kein Rechtsanwalt bist oder Arzt oder weiß der Geier jemanden, der Geld verdient, dann wird das halt schwer. Ne? Das ist nicht einfach. Die Regierungsschulen sind scheiße. Du hast schlechte Lehrer, du hast... Nicht alle, aber du hast, wenn wir es alle in einen Topf schmeißen, du hast schlechte Lehrer, du hast ein Klassenzimmer mit 50, 60 Kindern drin, und dann hast du die Kinder selber, die auch rebellen, die nicht lernen wollen. Das ist bei euch genau das gleiche wie bei uns, da ist kein großer Unterschied. Wenn du deine obere Regierung Leute hast, die auch nicht auf der Schule waren, die auch nicht auf der Uni waren, die können kaum lesen, die können kaum schreiben, aber die regieren das Land. Die haben dafür den Blick einfach nicht. Es geht um meine Tasche, ne? Das geht um meinen Vorteil. Heute. Es geht nicht um Land und Leute.
Das ist ganz einfach noch ein Kulturproblem, wo wir noch überweg müssen. Ist das auch so eine Art Vetternwirtschaft hier? Ja, auf jeden Fall. Du musst vom richtigen Stamm sein, du musst politisch Connections haben. Dann kommst du wohin. Ja. Der normale Mensch auf der Straße, der wird nie was haben. Der wird immer arm und ärmlich bleiben. Das wird sich schon verändern. Guck, es dauert Zeit. Ne? Zeit, harte Arbeit, Geld. Und dann wird sich das wird schon kommen. Und man kann nicht erwarten, dass wir über Nacht ein erster Weltland sind. Aber die Leute wollen über Nacht, wollen sie auch den Luxus haben. Und die wollen ein erster Weltland sein. Da musst du dran die wollen arbeiten. Aber die wollen die Arbeit und die wollen die Zeit daran nicht verbringen. Die Jugend zum Beispiel möchte alles ganz einfach. Die Regierung muss mir Arbeit verschaffen. Ja. Die Regierung muss mir einen Wohnplatz geben. Nicht, dass ich mir den kaufe, die Regierung muss es mir verschaffen. Wo kommt das Geld denn bitte her? Das ist ein Problem, ja. Na? Jetzt hat dieses Kind aber in dem Leben noch nie gearbeitet, hat noch nie Steuern gezahlt. In anderen Worten, hat noch nichts beigetragen, möchte aber die Vorteile alle haben. Das geht doch gar nicht. Das ist ganz einfach ein Kulturproblem und da müssen wir noch drüber wegkommen. Das wird kommen. Das geht aber nicht über Nacht. Das dauert seine Zeit. Wir müssen bedenken, die Regierung jetzt, die Sorko-Partei, waren damals die Terroristen. Die haben in Windhoek Bombenanschläge gemacht. Das Gustav-Fluch-Center ist in die Luft gegangen. Continental Hotel ist zweimal in die Luft gesprengt. Die kleine Windhoek-Schlachterei ist in die Luft gesprengt. Die ganzen Bombenattentate, die ganzen... Ja, das ist passiert. Es war ein Krieg. Die Südafrikaner waren auch nicht gerade sehr lieb. Die haben auch Scheiße gedreht. Nach der Unabhängigkeit kam sie dann auf Truth and Reconciliation. Und vorbei ist vorbei und wir schauen auf die Zukunft. Ja. Du kannst jetzt wirklich nicht umdrehen und sagen, okay, wir müssen jetzt die SWAPO-Partei festnehmen. Das kannst du nicht. Ja, ja. Na? Das wollen die Weißen nicht hören. Nein, das muss angenommen werden. Dann müsst ihr bitte auch abrechnen. Das geht nicht. Wir müssen auf die Zukunft. Das ist absolut vernünftig. Ja. Deutschland und Hereros. Hier, ganz heikles Thema. Nicht von meiner Seite aus. Ich finde ganz einfach, die brauchen gar nichts von Deutschland. Deutschland hat schon genug gezahlt. Deutschland hat sich schon entschuldigt. Das ist jetzt vorbei. Ne? Es ist ein Teil der Geschichte. Es ist passiert. Können wir lernen daraus die Lektion. Ne? Sowas darf sich bitte nicht wiederholen. Das war scheußlich. Aber was vor 104 Jahren passiert ist, da lebt keiner mehr. Das ist jetzt alles vorbei. Deutschland hat jetzt genug getan. Die Regierung wird die Hereros nicht unterstützen, um Deutschland in Amerika ins Gericht zu ziehen. Ja. Ne? Weil es ist vorbei und wir müssen in die Zukunft blicken. Ich stimme damit voll und ganz überein. Also ich denke, für unsere Zukunft, der Hadi ist genau der Richtige. Ja. Und für ihn ist das eine heikle Sache, weil das ist nicht, was seine Leute hören wollen. Ne? Er ist voll und bereit, um das auf den Tisch zu legen. Das gefällt mir. Ja, ich kann in so jemanden kann man die Zukunft sehen. Weil ich denke, das ist für Namibia wird positiv. Das Land, alles geht fantastisch und alles ist gut und die Zukunft ist rosig. Mehr braucht man ja eigentlich gar nicht zu sagen. Aber wie findest du Namibia? Klasse, das schönste Land der Welt. Gibt kein schöneres. Du musst dann, ja doch deine Werbung hinhalten. Dann werde ich gekreuzigt. Nee, das kann ich leider nicht. Also du darfst keine Werbung hinhalten? Nee, sonst kommen nämlich die ganzen Mädels aus der Welt an und lassen mich nicht in Ruhe. Nee, das ist natürlich schrecklich, ja. Das muss man vermeiden. Machen den Leuten das schon schwer, um ins Land reinzukommen. Was ich finde, einerseits ist das ein bisschen blöd. Ja. Es gibt Industrien, wo wir ganz einfach die Experts noch für brauchen. Wir brauchen die Informationen, wir brauchen das Wissen. Man muss ja irgendwie lernen. Na, aber kennt ja jemand, der unbedingt da Investoren ins Land bekommt, um damit das ist in Namibia, die Stellen, die sozusagen jetzt noch nicht so gut funktionieren, auch zusammen die Arbeitslosigkeit ja zu beseitigen. Ja, nee, guck, das geht natürlich. Ich denke mal, mit den Argumenten kannst du ja kommen und sagen, hier Leute, wir wollen hier die Leute alle beschäftigen. Ja, also wenn du herkommst und du möchtest Arbeitsplätze verschaffen und Investitionen ins Land bringen, dann werden sie zuhören. Weil das Geld kommt ja. Ich denke auch. Man hat ganz einfach, was ist das deutsche Wort, Unity. Ja, was zum Zusammenleben. Ne? Die ganzen verschiedenen Leute, alles akzeptieren sich, wie sie sind, wie man ist. Und das macht es ganz einfach speziell. In Lüderitz weinst du zweimal. Den Tag, wenn du ankommst, weil du siehst, was man hat. Und den Tag nach Jahren, wenn du wieder weg musst. Ja, dann, also die laufen zweimal die Tränen. Ist ein leckeres Dorf, ich wohne hier gerne. Hätte ich auch nicht erwartet, dass die Kriminalität auch in Lüderitz so gering ist. Und du sagst ja ganz Namibia ist die Kriminalität relativ gering. Nee, Kriminalität ist nicht, ich würde nicht sagen, das ist hoch. Ja. Passiert ja überall, aber ich würde nie behaupten, dass Kriminalität groß ist.
Also mir ist auf jeden Fall noch nichts passiert. Ich habe Glück gehabt. Wir können heute Abend ein Bierchen trinken gehen, ja, mitten in der Location, ja, zwischen den Leuten, die nichts haben, die, ja, Ärmsten von den Armen. Ja. Die werden uns vielleicht ein bisschen schief angucken. Was, ja, sucht ihr hier? Passieren wird uns nichts. Mhm. Na, absolut gar nichts. Mhm. Also da braucht ihr keine Scheu zu machen. Ja. Überhaupt nicht. Ja, weil er so, sag mal, hohe Mauern um sein, ja, gebaut hat, dachte ich mir, oh. Ich habe keine. Ja. Ich habe keine hohe Mauer. Ich habe kein Gitterfenster, ich habe keinen Elektrozaun, ich habe keine Versicherung für Diebstahl. Ich schließe meine Haustür nachts nicht ab. Ich habe da keine. Ich habe keine Scheu. Also dann, Leute, macht's gut. Ne? Also, danke fürs Mitfahren. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich, ja, auf jeden Fall freuen, wenn der Kameramann wieder klappt. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Bye, danke. Bye, danke. Vielen Dank. Bye, danke. Ja. Das kann man sich eher merken. Klingt eher deutsch. Bye, danke. Ja, das kommt Afrikaans, ne? So, bei Danki ist Afrikaans. So, das, ja, versteht hier jeder. Also, genießt und schönen Urlaub. Ne? Tschüss. Macht's gut. Okay. Wir sind jetzt im Gartencafé in Lüderitz, trinken Latte Macchiato. Und was man nicht erwartet, ist, dass man hier Hackbrötchen bekommt. Ist ja eigentlich nur so in Ostdeutschland so üblich, dass man Hack isst. Aber ja, gibt's hier mit Zwiebel, Gurke, sieht sehr lecker aus. Ich beiße es rein und kann euch gleich was sagen, ja. Top. Also es können selbst Ossis hier auswandern, man bekommt selbst das geliebte Hackbrötchen in einer guten ostdeutschen Qualität, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Und das Brötchen ist auch selber gebacken. Einwandfrei. Kann ich schon weiterempfehlen. Wir sind jetzt im Gartencafé und haben eine sehr nette Kellnerin kennengelernt. Und jetzt wird sie euch ein bisschen was über Lüderitz erzählen. My name is Shamarin. I actually grew up in Lüderitz. I schooled here and then I worked here. I went out of town for, let's say, 5-6 years. I came back here and then 3 years ago I started working here at Gartencafé. Do you like it here in Lüderitz? 7 to 10. Seven to ten. Percentage, yeah. Lüderitz is a very, cornered place. There's not much for youngsters to do here, especially weekends. There's nothing to do. Or you go to the sea side to enjoy yourself, or you go to bars and clubs to enjoy yourself with friends. The only way, reason I'm here is because of my work and because of my family. Yeah. Okay, and where is the party in Namibia? Capital town. Vanuk, okay. Swakopmund, Walvis Bay, like December. Yeah, yeah. Everything happens in Swakopmund and Walvis Bay. Mm-hmm. That's the places that everybody goes to every December. Is it safe to live here in Lüderitz? Very safe to live in Lüderitz. Yeah. Crime is not high. Yeah. Like in the cities, it's not that high. Okay. Yeah, but it's fine here. Yeah. It's very nice here. Safe and even you can walk with your phone. Like at night, you can walk with your phone. You can walk alone as a lady also. Nothing will happen to you. Yeah. With us that is booked us, it's fine. For you that is tourist. Yeah. Yeah, you get those naughty guys. You will get them somewhere. Yeah. But some of us are friendly to help whenever we see something. The friendly person would see something. It's mostly because there's a lot of joblessness. How high is the rate, the unemployed rate? Unemployed rate is quite high. Let's say 60-70%. It's pretty high. Yeah, because there's not much factories and stuff. That's why. And what would you say when, for example, white people come from Europe and would invest here in Lüderitz to get the unemployment rate lower? Is it would be fine or say go away white people? What would you think? We would never say go away white people because we need that in Lüderitz. Yeah. I don't want to say this, but we also have a problem with young ones because whenever they are at home, just at home, you get those ones that use the drugs, you get those ones that use the alcohol just because of doing nothing at home. And it's a problem, they have nothing to do with it. Exactly. Yeah. Then, if they come to invest here, then we would get kids off the party, off the drugs, And yesterday they had a strike.
of drugs. They want to get it out of town. We are such a small town. And if the young ones start doing that, and there are still ones that is coming from school, especially I'm thinking about mine. Mine is grade 8 now. And anything can happen. It can start with a sweet. Yeah. You know, a sweet that has been drugged. And what will happen to them? They are very small still. They have their whole future in front of them. So we must look out for our kids. The future of the kids are more important than anything else. That's true. Yeah. Is there a lot of racism here in Namibia at all, or and here in Lüderitz? We never know what is in the next person's heart. Someone can smile with you, but then deep inside you can be like, I don't like this black people, or I don't like that white people. So it actually comes from the heart. Yeah. We are like one community. Whenever there's all together, black and white, all together. Yes. Most of the times, there's no much racism in Lüderitz. When I used to go to the club, I see white, black, all of us dancing together. Racism has been out of our country for a while. The whites from Germany and other places are investing in our country, so why should we chase them away? Yeah. There are lots of them. I think it would be solve a lot of problems here in this country. Yeah. I try to help Germans immigrate to Namibia and for investors, and that's what I do or try to do. We will see how the government works with us. Germans are part of us. Yeah, of course. Yeah. Yeah. Why not? History. Yes. Yes. I think you are more than welcome to invest in our towns. Perfect. That sounds great. Auf geht's nach Orangemund und ich werde auf Wege sein. Wir sind jetzt gerade in Aus auf dem Sudanenfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg. Hier damals, wo sozusagen Südafrika die deutsche Kolonie Deutsch-Südwest-Afrika angegriffen hatte, wurden die Deutschen angegriffen. Sie hatten erst die Funkkommunikation gestört und mit britischer Hilfe hatten die Deutschen hier umzingelt gehabt. Da gibt es verschiedene Aussagen, was hier passiert ist. Ein Freund von mir, der ins Windhoek lebt, hatte gesagt, dass hier ein KZ gewesen war, wo die Deutschen eingesperrt wurden. Er meinte, seine ganze Vorfahren waren alle hier eingesperrt gewesen. Und das ist hier der Friedhof, wo man dann noch das Andenken hat an die Opfer. Wir sind in der Shepherd Lodge, kostet ungefähr 65 Euro am Tag
Und ja, wie man sieht, hat man hier schöne Innenausstattung, schön mit Stein und einen guten roten Puffvorhang vor der Toilette, so wie es das gehört. Und draußen sind wir in einer schönen Oase, mitten in der Wüste. Hier kamen ein paar Strauße vorbei, die vorbeigerannt sind. Ja, und ja, in der Region Oranjemund sind wir jetzt, wenn ihr das wissen wollt. Und hier fließt sozusagen der Fluss lang. Die Stadt ist halt grün, dadurch, dass der Fluss da durchfließt. Let's go out in flames, so everyone knows who we are. Cause these city walls never knew that we'd make it far. We've become echoes, but echoes are fading. Dance like two shadows burning out the glory day. Devils on your shoulder, strangers in your head. As if you don't remember, as if you can't forget. It's only been a moment, it's only been a lifetime. Tonight you're a stranger. Oranjemund ist hinten auf der rechten Seite, kann man jetzt nicht sehen. Auf der linken Seite ist der Fluss Orange und hinten auf der Insel sieht man Pelikane auf der Insel. Und direkt vor uns ist das Meer der Atlantik. Und hier unten sind Spuren von Wildkatzen, die dann rauskommen, wenn dann hier oben die Sonne untergeht, dann wimmelt es hier voller Wildkatzen und da muss man ja weg sein, ansonsten wird es gefährlich. In Oranjemund sind die Rasenmäher kostenlos und äußerst schmackhaft. Ich freue mich schon drauf. Jetzt ist die Oryx Antilope auf meinen Teller gewandert. Mal sehen, ob du auch so lecker schmeckst, wie du aussiehst. Oh ja, lecker. Du schmeckst lecker, mein Freund. Wir sind jetzt in der Shepherd Lodge. Ich habe es mir jetzt gemütlich gemacht. Ja, hier gibt es leider keine Heizung und auch keine Klimaanlage, mit der man heizen kann. Also es ist halt relativ frisch jetzt nachts über geworden. Es ist ja auch, ja, es geht langsam im Winter zu hier in Namibia. Wir sind heute in Oranjemund angekommen und waren am Meer gewesen, haben das Meer genossen. Und warum Oranjemund? Ja, erst vor 3 Jahren aufgemacht wurde und vorher verboten war es zu betreten. Warum es vorher Sperrgebiet war, das erfährt ihr nächste Folge. Ja, und jetzt kommen wir zum schönsten Teil, worauf ich mich schon den ganzen Tag freue. Ja, so ein schönes gutes Nachtbier, da kann man richtig gut schlafen. Unboxing! Woo! So, also dafür Bier wollte man eigentlich machen, aber leider hat man keine Preisliste da gehabt. Deshalb muss ich auf Kingbier umsteigen. Ein absolutes Schnäppchen, kann ich euch sagen. Für 10,99 gibt es das beim Spar. Wer noch Spar kennt, ja, gibt es in Deutschland nicht mehr, aber in Namibia gibt es noch Spar. King Bier, King Lager heißt das, um genau zu sein. 5,5 Promille, ein etwas stärkerer Apparat, also mehr als alle anderen Lager, die wir bis jetzt hatten. Ich verspreche mir dadurch ein bisschen mehr Herbe. Tafelbier muss heute herhalten und Tafelbier gibt es dann morgen, wenn wir dann den Preis wissen. Ja, das riecht schon ganz gut.
schmeckt eher billig. Wie billig Bier, ja? Also ist billig, schmeckt billig, kann ich nicht empfehlen. Ich gebe es 4 von 10 Sternen. Aber auf jeden Fall trotzdem Prost, obwohl ich mir das hinterdrängen muss. Aber für die Toilette reicht es noch nicht. Dann bis zum nächsten Video. Abonniert den Kanal und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss.